Es gibt im Weltall keine Grenzen. In diesem gewaltigen Universum sind unsere nächsten Nachbarn die Objekte innerhalb des Sonnensystems. Wir haben dieselbe Herkunft und dasselbe Schicksal. Unser Sonnensystem wurde vor ungefähr 4,5 Milliarden Jahren aus einer riesengroßen Gaswolke geformt. Ironischerweise könnte die gewaltige Kraft der thermonuklearen Druckwelle eines in der Nähe explodierten Sterns die direkte Ursache für unsere Schöpfung gewesen sein. Die verwüstende Kraft der Druckwelle könnte das labile Gleichgewicht der ursprünglichen Gaswolke gestört haben, wodurch ein Teil der Materie nach innen zum Mittelpunkt hin kollabierte. Dabei wurde ein neuer Stern erschaffen, unsere Sonne. Und aus einem winzigen Prozentsatz der kollabierenden Materie entstand die facettenreiche Vielfalt der Planeten, die wir heute um uns herum haben. Wir sind, mit anderen Worten gesagt, nur die Überbleibsel der Geburt unserer Sonne. Die Planeten wurden in der rotierenden Scheibe von Staub und Gas geboren, die übrig blieb, als unser Mutterstern gebildet wurde. Felsige Planeten bildeten sich im inneren Sonnensystem, während rätselhafte Gasriesen weiter draußen entstanden. Und dann, als ein heftiger Wind von schnellen Atomen von der Sonne her zu blasen begann, oder vielleicht von einem nahen heißen Stern oder einer Supernova in der Nähe, konnten nur Planeten mit einer beträchtlichen Größe ihre Atmosphäre behalten, während die letzten Reste der losen Wolke zwischen den Planeten weggefegt wurden. Im Zoo der Himmelskörper unseres Sonnensystems gibt es also felsige Welten. Und riesige, gasförmige Planeten. Im Jahr 2003 entdeckte Hubble etwas, das sich schnell genug vor dem Hintergrund weit entfernter Sterne bewegte, sodass es ein Objekt innerhalb des Sonnensystems sein konnte. Schätzungen zeigen, dass es die Größe eines Planeten haben könnte, und es wurde nach einer Gottheit der Eskimos benannt, Sedna. Sedna könnte einen Durchmesser von 1500 Kilometern haben. Das entspricht ungefähr 3/4 der Größe von Pluto. Aber so weit entfernt erscheint es auch Hubble nur als kleiner Pixelfleck. Trotzdem ist es das größte Objekt, das im Sonnensystem seit Pluto entdeckt wurde. Die Sonne ist ungefähr 15 Milliarden Kilometer von Sedna entfernt. 100-mal mehr als die Entfernung der Erde von der Sonne. Und bestrahlt diesen Planeten mit weniger Licht und Wärme wie uns der Vollmond. Sedna ist also von einem ewigen, finsteren Winter verschlungen. Sedna ist nicht das einzige mysteriöse Objekt im All. Trümmer von der Bildung der Planeten treiben sich immer noch überall als Asteroiden und Kometen verschiedener Formen und Größen herum. Manchmal nehmen ihre Bahnen einen katastrophalen Kurs an. Das Hubble Space Teleskop war Zeuge der letzten Reise des Kometen Shoemaker-Levy 9. Er wurde durch den Einfluss des Gravitationsfeldes von Jupiter in zahlreiche Stücke zerrissen, als er an diesem massiven Planeten im Sommer 1992 vorbeizog. 2 Jahre später kehrten die Bruchstücke zurück und steuerten direkt in die Atmosphäre Jupiters. Hubble folgte den Kometenbruchstücken auf ihrer letzten Reise und lieferte fantastische, hochaufgelöste Bilder von den Einschlagstellen. Unsere Erde würde leicht in jeden dieser Flecke hineinpassen.
Raumsonden mit anspruchsvollen Instrumenten werden häufig zu den Planeten unseres Sonnensystems geschickt. Sie liefern Aufnahmen aus nächster Nähe von diesen entfernten Plätzen. Auch Hubble stellt einen einzigartigen Service zur Verfügung, indem es ein Fenster zu unserem Sonnensystem öffnet, das niemals geschlossen wird. So haben wir noch nie dagewesene Einblicke in Stürme auf anderen Planeten erhalten, ihren jahreszeitlichen Verlauf. Noch nie dagewesene Einblicke in andere atmosphärische Ereignisse, wie Aurora, auf der Erde bekannt als Polarlichter. Obwohl das Sonnensystem noch deutlich mehr Überraschungen bereithält, hat Hubble sein Auge auch auf andere Sterne gewandt, auf der Suche nach Planetensystemen. Astronomen beginnen gerade ihre Suche nach weiterem Leben im Universum. Zunächst konzentrieren sie sich darauf, erdähnliche Planeten zu finden. Im Jahre 2001 gelang Hubble der erste direkte Nachweis einer Atmosphäre eines extrasolaren Planeten und eine Bestimmung ihrer Zusammensetzung. Das Messen der chemischen Zusammensetzung der Atmosphären von extrasolaren Planeten wird uns eines Tages erlauben, nach Kennzeichen von Leben außerhalb der Erde zu suchen. Alle Lebewesen atmen und das ändert die Zusammensetzung der Atmosphäre so, dass sie leicht entdeckt werden können. Astronomen glauben, dass es viele Planetensysteme ähnlich dem unseren gibt, die um andere Sterne in der Galaxie kreisen. Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt von Sternen setzt sich in einem endlosen Kreis fort, in dem Sterne aus Gas und Staub geboren, für Millionen oder Milliarden von Jahren leuchten, sterben und als Gas und Staub zurückkehren werden, um neue Sterne zu bilden. Die Nebenprodukte dieses andauernden Prozesses sind Planeten und die chemischen Elemente, die Leben möglich machen. Durch die ganze Weite des Weltalls also setzt sich die ewige Ebbe und Flut des Lebens fort. Raumsonden mit anspruchsvollen Instrumenten werden häufig zu den Planeten unseres Sonnensystems geschickt. Sie liefern Aufnahmen aus nächster Nähe von diesen entfernten Plätzen. Auch Hubble stellt einen einzigartigen Service zur Verfügung, indem es ein Fenster zu unserem Sonnensystem öffnet, das niemals geschlossen wird. So haben wir noch nie dagewesene Einblicke in Stürme auf anderen Planeten erhalten, ihren jahreszeitlichen Verlauf. Noch nie dagewesene Einblicke in andere atmosphärische Ereignisse, wie Aurora, auf der Erde bekannt als Polarlichter. Obwohl das Sonnensystem noch deutlich mehr Überraschungen bereithält, hat Hubble sein Auge auch auf andere Sterne gewandt, auf der Suche nach Planetensystemen.
Astronomen beginnen gerade ihre Suche nach weiterem Leben im Universum. Zunächst konzentrieren sie sich darauf, erdähnliche Planeten zu finden. Im Jahre 2001 gelang Hubble der erste direkte Nachweis einer Atmosphäre eines extrasolaren Planeten und eine Bestimmung ihrer Zusammensetzung. Das Messen der chemischen Zusammensetzung der Atmosphären von extrasolaren Planeten wird uns eines Tages erlauben, nach Kennzeichen von Leben außerhalb der Erde zu suchen. Alle Lebewesen atmen und das ändert die Zusammensetzung der Atmosphäre so, dass sie leicht entdeckt werden können. Astronomen glauben, dass es viele Planetensysteme ähnlich dem unseren gibt, die um andere Sterne in der Galaxie kreisen. Geburt, Leben, Tod und Wiedergeburt von Sternen setzt sich in einem endlosen Kreis fort, in dem Sterne aus Gas und Staub geboren, für Millionen oder Milliarden von Jahren leuchten, sterben und als Gas und Staub zurückkehren werden, um neue Sterne zu bilden. Zurück und steuerten direkt in die Atmosphäre Jupiters. Hubble folgte den Kometenbruchstücken auf ihrer letzten Reise und lieferte fantastische, hochaufgelöste Bilder von den Einschlagstellen. Unsere Erde würde leicht in jeden dieser Flecke hineinpassen. Raumsonden mit anspruchsvollen Instrumenten werden häufig zu den Planeten unseres Sonnensystems geschickt. Sie liefern Aufnahmen aus nächster Nähe von diesen entfernten Plätzen. Auch Hubble stellt einen einzigartigen Service zur Verfügung, indem es ein Fenster zu unserem Sonnensystem öffnet, das niemals geschlossen wird. So haben wir noch nie dagewesene Einblicke in Stürme auf anderen Planeten erhalten, ihren jahreszeitlichen Verlauf. Noch nie dagewesene Einblicke in andere atmosphärische Ereignisse, wie Aurora, auf der Erde bekannt als Polarlichter. Obwohl das Sonnensystem noch deutlich mehr Überraschungen bereithält, hat Hubble sein Auge auch auf andere Sterne gewandt, auf der Suche nach Planetensystemen. Astronomen beginnen gerade ihre Suche nach weiterem Leben im Universum.